Es kommt eine Info nach der anderen rein. Ja, heute haben wir mal ein kleines ekliges Thema. Ja, heute geht es um den Aufbau unserer Zähne. Jawohl, und ja, jetzt ist es vorbei. Ne? Jetzt kann ich die Info so halbwegs veröffentlichen, die ich selbst erlebt habe. Ne? Ich habe ja die ganze Zeit davon ausgegangen, behältst du mal deine Info so für dich, weil auch die Gedanken der anderen Leute eventuell Realität erzeugen könnten. Ne? So, und wenn jetzt natürlich ganz viele Leute in meiner Umgebung dran glauben, ach, das wird ja sowieso nichts, ne? Das hilft mir dann nicht unbedingt, also habe ich das bis jetzt mal so ein bisschen geheim gehalten. Ich habe ab und zu mal jemandem was davon gesagt, und zwar geht es darum, dass mir, 1994 war das gewesen, der rechte Backenzahn hier hinten, ne? Da dieser, ich scroll jetzt nicht in meinen Mund, weil da sieht es jetzt zurzeit nicht gerade toll aus. Ach, wo haben wir es? Unterkiefer war es gewesen, ne? Also praktisch dieser Zahn hier, ne? Jawohl. Da war ein Loch drin gewesen 1994 und da hat der Zahnarzt eine schöne Amalgamplombe, also dieses neue Amalgam, wo angeblich kein Quecksilber mehr drin ist, reingemacht, ne? So, die hat dann auch gehalten bis vor ungefähr 2 Jahren, ne? Dann ist die mir, seit 94 hatte ich sie drin, vor 2 Jahren, ihr könnt euch ausrechnen, wie lange die drin gewesen ist, ist die dann rausgefallen und ja, riesengroßes Loch im Zahn und tralala, und dann habe ich aber schon davon gehört, ne? Und war dann bei 3 verschiedenen Zahnärzten gewesen innerhalb von einer Woche. In Dingolfingen, hier in meiner Heimatstadt bei Zwein, habe die dann gefragt, ob denn sie jemals schon was davon gehört hätten, dass Zähne von selbst wieder nachwachsen, ne? Und natürlich, wie soll es anders sein? Nein, um Gottes Willen. Na okay, der in Dingolfingen, der war noch ganz kulant gewesen, als ich ihn das nämlich gefragt hat, hat er mir sofort gesagt, ja, ich muss Ihnen gleich sagen, hier in meiner Praxis wird das gemacht, was der Kunde verlangt. Soweit war er dann schon ehrlich gewesen. Ne? Ja, hier in Treuden durfte ich bei einem sogar irgendwas unterzeichnen, damit, na gut, das erzähle ich jetzt nicht, ne? Vielleicht wird es ja dann doch wahr, aber es war nicht gerade schön, was ich da unterschreiben musste. Ja, okay, mal hier weit zurück, ne? So, jetzt hat das letzte Jahr meinen Mund so ziemlich ganz schön gestunken. Also Mädels habe ich jetzt ein Jahr lang nimmer geküsst. Jetzt geht's wieder los, juhu. Weil ich nämlich das mal ausprobieren wollte. Also die ersten 2 Wochen der Heilungsphase waren schon echt extrem. Da habe ich mal mitgekriegt, dass es echt schön sein kann, ohnmächtig wieder direkt früh nachher aufstehen ins Bett fallen zu können, damit man diese pulsierenden Aufbauphasen von diesem, ja, den Teen da drin, der dann dieses, ach, wie wird's genannt? Der Zahnarzt sagt Eiter dazu, aber im Grunde ist das irgendwas anderes, was dann herausgedrückt wird, was dann den Zahn wieder auffüllt. Ja, da die ersten 2 Wochen so halbwegs zu überstehen, war schon echt heftig gewesen. Dann ging's, einwandfrei, hat sich schön zugesetzt. Ja, und heute, dummerweise oder glücklicherweise für euch, weil dann könnt ihr es euch mal angucken, ja, ist mir ein Stück davon abgebrochen. Leider. So schaut das jetzt aus. Ganz schön ekelig, ne? Jawohl. Und eigentlich ärgert es mich, ne, das war die Außenseite gewesen, eigentlich ärgert es mich, dass ich es vor 5-6 Stunden nicht gleich gefilmt habe, weil da war dieses ganze Zeug, was das hier außen steinhart ist, ne? Dieses ganze Zeugs da, war komplett weich gewesen. Ne? Hat diesen komischen, typischen alte Menschengeruch gehabt, sagen wir es mal so. Und was aber am interessantesten gewesen ist, das hier war ja alles ausgefüllt gewesen, ne? mit Amalgam. Und das hat sich dann die ganze Zeit zugesetzt mit dieser Dentin, mit dieser Flüssigkeit, ne? Was da Eiter genannt wird. Mir fällt jetzt der Name der neuen germanischen Medizin nicht ein. Was es eigentlich ist, als das Zeug im Knochen, was einen Knochen auch wieder zusammenwachsen lässt. Und ich staunte da nicht schlecht, ne? Also wo ihr jetzt hier ein Loch seht, das war komplett zugewesen mit diesem weißen Zeug und war schon durchsetzt gewesen von kleinen Äderchen. Jawohl, hier ist noch ein bisschen der Rest des Blutes. Das ist jetzt alles zusammengefallen, also es hat wirklich angefangen, sich wieder Gewebe aufzubauen, welches durchblutet wird und, ach, hast du nicht gesehen. Ja.
Ja, dadurch ich den leider nicht gestützt habe und dummerweise blöde Semmel gegessen habe, nicht aufgepasst habe, ist er mir dann zeitlich weggebrochen. Ja, in der Heilungsphase halt irgendwie fixieren. Zahnärzte. Das wäre euer Thema jetzt, ne? Ja, und ich glaube, auf Fleisch muss man in der Zeit auch verzichten, weil, ja, wenn man sich logisch überlegt, ne, wenn man da irgendeine Wunde irgendwo hat, die zuwachsen will und die ganze Zeit fleischfressende Bakterien da reinbringt. Naja.